Keine Sorge. Um welche Sorgen muss man sich schon machen, besonders wenn man das heutige Thema bedenkt. Ich nicht total toll in Überleitungen? Ja, und ich bin auch eine tolle Brücke. Ich bin eine super tolle Brücke, wie es mir scheint. Ja, hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich will heute ans Beste, ich will ans Geld. Wir reden heute über Geld. Real Talk über Geld. Lasst uns mal ein bisschen über den Zaster quabbeln. Ja, es geht um Folgendes. Ich habe ja Grundsicherung beantragt und bin jetzt endlich auch in der Grundsicherung drin. Wenn ich jetzt einen Partyhut hätte, würde ich ihn aufsetzen. Und das Ding ist, trotz allem ist das Geld ja nicht mehr geworden. Und beim Hartz-IV-Satz gilt die Regel 35 Euro, und ich glaube 19 Cent, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall 35 Euro pro Woche. Nee, ja doch, pro Woche für Essen. Ja, und ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie man da am besten, wie man da so gut damit. Au! Hey, wie man da gut damit umkommt, rumkommt. Ich meinte jetzt Auskommt. auskommen. So, jetzt haben wir das richtige Wort. Es tut mir leid, bei mir ist es noch recht früh und ich bin matschig. Man nennt mich auch den Matschekuchen. Ja, auf jeden Fall hier so ein paar Tipps von mir und so ein bisschen was aus meiner Lebenserfahrung und entschuldigt mich, Sekunde. Ja, auf jeden Fall entschuldigt, ich muss parallel den Hasen füttern. Ihr wisst ja, auch Hasenmütter haben ihre Verpflichtungen. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch da so ein paar Tipps mitgeben, weil hätte ich die Tipps gehabt, wäre ich wahrscheinlich besser zurechtgekommen. Und ja, also mein erster Tipp. Angebote sücken gut, aber sie haben auch Tücken. Ganz, ganz viele Tücken. Möchte ich wenigstens auch dein Gesichtchen zeigen? Nein. Ja, also ich habe anfangs gedacht, wenn ich im Laden gehe und gucke, was reduziert ist, dann bin ich das totale Genie und spare Geld. Aber am Ende vom Tag war es dann immer so, dass ich anstelle von den 35 dann 45 oder 50 ausgegeben habe, weil ich eben keinen Überblick gehabt habe. Und ja, und da rutscht und rutscht und rutscht der Hase immer mehr in meinen Schritt. So, jetzt. Habe ich dann gemerkt, der größte Feind des Geldbeutels ist der 50% Rabatt. Ich sag euch, klingt jetzt doof, ist aber wirklich wahr, weil wenn man dann liest 50% Rabatt, dann denkt man nicht mehr drüber nach. Schatz, wenn du das willst, muss ich hier rüberkommen. Guck hier. Guck da. Ja, genau. So. Jetzt kannst du den Leuten. Ja, musst du die halt ein wenig anstrengen. Macht Mama ja auch mit dem Geld, sich anstrengen. Ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass wenn man Rabatte will, dass es nicht hilft, im Laden zu gucken, was ist gerade reduziert und was ist gerade im Angebot. Und weil wenn man das dann macht, dann weiß man nicht, wie viel man am Ende braucht. Wo Rabatte tatsächlich helfen, ist, wenn man schon vor Prospekte hat, wo es zum Beispiel heißt, ohne dass es jetzt eine Produktplatzierung ist, es gibt da diese App oder diese Internetseite, die heißt Kauf da. Und da kommt zum Beispiel am Samstag, Sonntag um den Dreh rum die Prospekte von den Läden, die halt dabei sind, wo du dann gucken kannst, was im Angebot ist, was reduziert ist, was weniger kostet. Und dann kannst du dir danach, möchtest du, dass ich den Hase umdrehe oder möchtest du, dass ich den Deckel draufdrehe? Okay. Also entweder da kommt dann entweder so das Prinzip vom, du kannst dann die Prospekte anschauen und dann kannst du dann demnach die Listen schreiben. Ja, was hilft auch? Natürlich hilft extrem, wenn man eine Übersicht hat. Was kostet wie viel?
Und wie viel kostet das, kostet die einzelnen Artikel, die dir wichtig sind. Also ich habe zum Beispiel bei mir in meinem Schrank gut versteckt eine riesengroße Liste mit allen Artikeln, die ich regelmäßig kaufe, wo ich die Preise von dem Laden, wo ich eben immer drin bin, aufgeschrieben habe, um dann, wenn ich Einkaufslisten mache, danach immer zu gucken, wie viel kostet was, um dann vorher schon zu rechnen, um dann einen Überblick zu behalten, wie viel Geld ich ausgebe und wo was wie viel kostet. Aber es gibt natürlich auch so Preise, die man einfach nicht auswendig wissen kann, weil es immer je nachdem, wie die Situation ist, sowas wie Eierpreise, ne? Oder Milch, Butter. Ich meine, als ich angefangen habe mit der Liste, hat die Sahne 2,45 € gekostet und als ich dann weitergemacht habe, war die Sahne bei 70 Cent. Also es gibt so Preise, die auch sehr wankelhaft sind und da kann es ja nicht schaden, einfach immer den teuersten Preis, den du dir vorstellen kannst, aufzuschreiben, weil besser mit zu viel gerechnet als mit zu wenig. Glaub mir, das sind so Situationen, wo ich schon tausendmal erlebt habe, habe ich mit viel zu wenig gerechnet und habe dann am Ende, bin ich da gestanden und musste dann den hier machen: Mama, hast du mal noch eine 20er? Ja, das ist natürlich noch wichtig. Wichtig ist auch immer zu kalkulieren, was brauche ich jetzt eher? Also in meinem Fall ist es dann so die Frage: einmal im Monat brauche ich auch Hygieneartikel. Ist einfach so. Und was denn? Warum lacht das Ich so? wünschte schon einen USB-Stick. Das stimmt nicht. Ich habe mir den letzten USB-Stick 2015 gekauft. Und seitdem habe ich den immer geehrt und geliebt. Und jetzt ist er kaputt und ich bin traurig. Man merkt es mir zwar nicht an, aber ich bin tief innerlich verstört. Ich möchte ihn noch haben. Ich meine, so kaputt ist er nicht. Er ist nur bei mir zahmarschig. Weißt du was, reden wir nachher. Also gut. Und ja, es kann natürlich dann, das wäre jetzt auch gerade dazu gekommen, wenn du mich nicht so rüde darauf aufmerksam gemacht hättest. Ja, und dann gibt es natürlich auch so Sachen, wenn man etwas Neues probieren möchte, das ist natürlich immer schwierig, wenn man nur ein kleines Budget hat, dann ist es am besten, man versucht es mal so, man guckt, ob der hockt da oben rum und verdaut. Der muss verdauen, Mama, der muss alles verdauen. Ja, und dann ist es so, dass wenn man dann da mal oben hockt, wollte ich gerade sagen. Ja, ich versuche hier was beizubringen und lehrreich zu rasseln. Zu rein, weißt du? Ich glaube, ich habe schon den Videotitel: Verpeilte Tipps zum Sparen. Na gut. Ja, also wenn man dann seine Rechnung gemacht hat, weiß man ja, wie viel man ausgibt. Und manchmal, auch wirklich manchmal, kann es sein, dass man weniger braucht. Oh. Was denn? Das ist mir schon passiert. Und dann ist es ratsam, das Geld zu sparen, und zwar für die nächste Woche, weil man weiß nie, ob nächste Woche nicht tausend Artikel sind, die man brauchen kann. Und eigentlich hat man es gerade von den Hygieneartikeln. Ja. Und die sind meistens teurer und da kannst du nicht sparen. Nicht schlecht sein, wenn man die Woche davor ein bisschen gespart hat. Und bei mir ist es immer so, ich plane wie folgt. Ich plane 3 Wochen Essen. Und zwar so, dass ich dann wirklich für 3 Wochen Essen habe. Also erste Woche kaufe ich ein und da nehme ich auch gerne mal, sagen wir mal, 55 mit. Und dann in der zweiten Woche kaufe ich dann Hygieneartikel. Und in der dritten Woche kaufe ich dann für weniger Geld ein. Und in der vierten Woche habe ich dann vielleicht noch Budget. Und wenn es dann noch eine fünfte Woche gibt, dann frage ich meine Eltern. Seien wir doch realistisch, so läuft es ab. Ja, und für mich auch so ein Trick ist eben, wie gesagt, Listen zu schreiben. Und bei mir ist oft so, dass ich, da ich noch selbst noch nicht so gut da drin bin und ich noch Übung brauche, schreibe ich die Listen und dann lasse ich meine Mutter wegstreichen, was nicht sein muss. Und das war jetzt unter aller Kanüle, das zu erwähnen. Jeder mag manchmal einen Whisky. Das ist ein legitimes Menschenrecht, Mutter. Legitim. Ja.
Auf jeden Fall. Und wer will schon ein OB, wenn er auch ein Whisky haben kann? Ja, gut. Ja. Und dann ist es eben so, dass wenn ich meine Mutter die Liste vorgelegt habe, sie streicht dann unten weg oder auch hin und her, was dann nicht gebenötigt wird. Wie zum Beispiel ist auch die Mengen, weil ich habe manchmal Mengenangaben, wo man sich dann fragt, wo soll das hin? Sowas wie 5 Packungen Nudeln, 7 Packungen Sahne. Und wir haben jetzt, also unser Kühlschrank ist ungefähr so. Also es ist kein hoher Kühlschrank, das ist so ein Studentenkühlschrank, ihr wisst schon. Sehr klein. Da passen keine 7 Packungen Sahne rein. Glaubt's mir, das geht nicht. Und trotzdem schreibe ich dann manchmal auf, wenn ich dann sehe, Sahne, 80 Cent, da spare ich. Die ist noch nicht, die ist erst einmal rausgeflogen und die ist dir rausgeflogen, nicht mir. Ich dreimal schon, aber nicht mir, sondern dir. Du musst halt die Tür nicht aufmachen. Wer braucht schon einen Kühlschrank? Ich weiß, da ist dein Käse auch drin, aber hallo. Aber wahrscheinlich wäre es mir auch, dann auch rausgeflogen, nur etwas zeitversetzt. Ja, ich bin ja jemand, ich brauche neurotisch Sahne im Haus. Sahne, Milch und Ei und Mehl. Wenn ich das nicht im Haus habe, wäre ich ganz schalu und Zucker. Ich gebe es zu, Zucker kann auch noch dazu. Also sind so die Grundsachen, die man braucht, wenn man backt. Und wenn man gebacken hat, dann beispielsweise einen Kuchen. Kuchen schmeckt immer besser mit Sahne. Ist das jetzt das Fazit meines Videos? Ich bin gerade schockiert. Irgendwie ist dieses Video voll für die Tonne, aber dennoch. Ich denke, jetzt mach nicht auch noch, dass ich dir. Was willst du mir jetzt damit sagen? Kauf dir einen Tippi! Kauf dir ein Tippi! Oder ein Tippi oder. Oder möchtest du mir jetzt sagen, Timeout oder. Gut, also ich glaube, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich war heute mal wieder so lehrreich wie zur Zeit Galileo. Sollte man nicht sagen, aber ist also. Ey, Galileo bei ProSieben ist echt nicht mehr das, was es mal war. Als ich jünger war, war das wirklich noch eine Wissenssendung. Und als ich angefangen habe mit diesem Kanal, war es auch noch ein Wissenskanal. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Bis dahin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Tipps zum Sparen sind. Und wenn ihr bis hierher das Video angeschaut habt, werdet ihr euch wahrscheinlich denken, das hätte ich mir auch sparen können. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.trinkmatoutlook.com. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Bis dahin. Ciao.